Isas Happy Schulden-Vlog. Hi, Leute. Okay, ganz wichtig, Kaufsucht ist eine Krankheit. Aber die Online-Händler wissen ganz genau, wie sie uns triggern müssen. Mit Rabatten oder scheinbarer Verknappung. Was? Nur noch 500 Swarovski-Hornhaut-Hobel? Schuld ist unser doofes Gehirn. Beim Shoppen wird nämlich Dopamin freigesetzt. Aber je öfter man was kauft, desto kürzer ist der Glückshormon-Kick. Geil, Amazon! Ah, 9 Pence! Aber, wo du gerade hier bist. So, die Klamotten gehen alle retour. Hier, die auch noch. Sehen scheiße aus. Ich war besoffen, als ich die bestellt habe. Ja, ich weiß, Retouren sind ein Riesenproblem. Ist schlecht fürs Klima. Wissenschaftler haben berechnet, dass durch die Rücksendungen jährlich so viel CO2 freigesetzt wird, als wenn täglich 2000 Autofahrer von Hamburg nach Moskau fahren. Ja, ist echt schlimm. Aber zum Glück fahren ja keine Autos mehr von Hamburg nach Moskau. Ah, ich kann also endlich wieder Sachen zurückschicken. Schulden machen war für mich immer voll das große Problem. Aber jetzt lerne ich von Deutschlands größten Ökonomen. Oh, Christian Lindner. Ich habe mir früher immer total den Kopf gemacht, wo kriegst du jetzt Geld her, wo du doch so pleite bist. Wer leiht mir noch was? Wir leihen uns Geld. Aus der Zukunft. Und ich, dumme Kuh, habe mir immer was in der Gegenwart geliehen. Konnte ja nicht funktionieren. Ab jetzt arbeite ich für die Profis. Lindner ist ein gottverdammtes Genie. Keine Angst, ich will gar nicht viel, Herr Sparkasse. Ich will einfach nur die gleichen Konditionen, die der Christian auch kriegt. Sie sind aber schon 7000 Euro minus. Das ist kein Minus, das ist ein Sondervermögen, du Sparkassenwurst! Blöder, geiziger Arsch, echt, ey. Dabei wollte ich nur 100 Milliarden. Egal, ich hab die Kohle eh schon verballert. Genau wie der Lindner. Mm, buy now, pay later. Das ist übrigens mein neuer Zweitwagen. Ist geil, oder? Hat zwar 15 Millionen Öcken gekostet, aber den Duftbaum gab's umsonst dazu. Gratis. Im Prinzip habe ich also Gewinn gemacht. Gisas Happy Schulden-Vlog.